Herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider The Angel of Darkness und wir dürfen uns nochmal diesem blöden Kampf widmen, mit dem ich ja irgendwie nicht so wirklich klarkomme. Ich versuche jetzt einfach mal erstmal hier in Deckung zu gehen und in Deckung zu kriechen, damit ich ihn dann halbwegs erledigen kann, diesen nervigen Typen. Wobei er ja nichts dafür kann, dass Lara nicht in der Lage ist, sich ordentlich zu bewegen, wenn sie getroffen wird. Jetzt hat er mich zweimal getroffen und meine Energie ist komplett im Arsch. Ach, das ist doch alles ein Müll. So, aber ich bin mir sicher, diesmal kriegen wir das halbwegs gut hin. Ich hatte ja letztes Mal schon eine Taktik. Und wieder heilen. Meine ganzen schönen Medipacks. Aber hilft ja nichts, ne? Und noch eins. Aber ich müsste ihn eigentlich bald haben. Ich könnte ja auch ein großes nehmen, ne? Ach komm. Wir haben genügend große, das geht schon mal. Jetzt haut er ab. Sehr statisch irgendwie. Aber es ist anscheinend nicht möglich, unverletzt aus dieser Geschichte rauszukommen. Und diesmal sollte ich jetzt nicht in die Sprengfalle reinrennen. Das habe ich ja in der letzten Folge zum Ende hin noch richtig gut hingekriegt. Ich wollte euch ja eigentlich nur mal zeigen, was passiert, wenn man da reinläuft. Und dann dachte ich mir so, auch zum Folgenende eignet sich das ganz gut. Ich glaube, allzu viel kommt in diesem Levelbereich jetzt auch nicht mehr. Ihr erinnert euch vielleicht, ich hatte ja euch auch mal gesagt, es gibt also drei ganz große Bereiche in dem Spiel. Und der erste Bereich, das waren also die Pariser Straßen. Der zweite Bereich ist tatsächlich hier Louvre und... was mache ich denn jetzt am besten? Ich bin ja... Eigentlich muss ich in die... Nee, ich muss eigentlich gar nicht in diese Richtung. Ich glaube, kann ich dieses Teil verschieben? Nee, kann ich nicht. Okay. Aber er ist rausgerannt und jetzt ist die Tür offen. Oder wie habe ich das jetzt zu verstehen gehabt? Weil hier ist jetzt ja nichts mehr weiter. Und hier hinten kann ich nicht raus. Nee. Ja, der zweite Bereich ist also Rest Paris, also Louvre. Und da gehört jetzt auch noch dieses Apartment dazu. Und dann kommen wir in den letzten großen Bereich. Und da sind wir dann auch nicht mehr in Paris. Und dieser letzte große Bereich ist aber wirklich richtig groß. Und vor allem umfasst der schon wieder so unterschiedliche Schauplätze, dass es schwierig ist, da überhaupt von einem Bereich zu reden. Ich weiß, ich drücke mich gerade nur in Rätseln aus. Okay, die Waffe ist immer noch da. Die Falle ist immer noch da. Wie kann ich die entschärfen? Ich kann wieder in Van Croys Apartment zurück, aber... Auch das bringt mir nicht wirklich was. Oder kann ich einfach jetzt wieder zum Fenster raus? Glaube ich jetzt nicht. Nö. Nee, ich muss irgendwie zur Tür raus und ich muss diese Fallen umgehen. Ich habe jetzt halt erst gedacht, ich könnte diesen Wäschewagen da reinschieben oder so. Was ja auch blödsinnig wäre, weil der würde ja dann sofort die Falle auslösen. Und hier hinten war wirklich nichts. Normalerweise... Ach so, ja. Genau, da komme ich nicht weiter. Was macht sie? Ach so, da hat sie jetzt noch was aufgehoben. Da würde es wohl weitergehen. Allerdings, ich kann die Kamera nicht wechseln. Ich muss hier quasi durch. Und hier durch diese Tür kann ich nicht. Ganz sicher, oder? Ja, das ist auch total zugebaut. Ich komme gar nicht hin bis zu der Tür. Nee, das ist schon richtig so. Das ist schon alles so gewollt. Auch, dass ich jetzt dahin komme. Nur, wie geht's hier weiter? Ich kann mit diesem Wäschewagen nichts machen.
Ah, Moment. Aber ich kann. Ah, ich kann hier drüber springen. Und dann drunter durch. Ah, okay, alles klar. Ja. Alles nicht so einfach. Man muss sich erstmal orientieren. Ich fände es toll, wenn wir es in dieser Folge raus aus diesem Apartment schaffen. Das war zu viel gesprungen, Lara. Das hast du davon, von deiner Kraft in den Beinen, ja? Aber ich muss da auf jeden Fall rüber, ja. Und hier kann ich wenigstens drüber springen, weil. Oh, das wird aber echt nicht leicht. Nee. Irgendwie. Also ich bin mir schon sicher, dass ich da lang muss. Aber mit Springen ist nicht. Kann ich da drunter durchkriechen? Nee, ne? Nee. Aber mir fällt gerade ein, ich habe doch letztens festgestellt, dass sie nicht nur kriechen, sondern auch robben kann. Arjenrobben. Moment. Ich muss das nur noch mal hinkriegen. Wie habe ich denn das gemacht? Wie ging. Ah, okay. Also ich musste erst. Okay, ich muss erst quasi auf alle Viere, so, und dann die Gentaste drücken und dann robbt sie sich. Und ehrlich, das ist im Tutorial nie gezeigt worden, wenn ich das nicht vor ein oder zwei Folgen mal zufällig entdeckt hätte. Genau bei diesem Kampf gegen den Geist war das. Dann hätte ich das jetzt niemals rausgekriegt. Das hätte mir wahrscheinlich im Louvre auch schon mal weitergeholfen. Ja. Ja. Danke. Schön, dass du rechtzeitig explodiert bist. Aber, oder piept's weiter? Jetzt weiß ich halt nicht, muss ich nach rechts oder muss ich nach unten? Ich glaube, ich muss nach unten. Und wahrscheinlich sollte ich mich beeilen. Und jetzt bin ich irgendwie schneller nach unten gekommen, als ich es geplant hatte. Ich nehme auch schnell das Medikit mit. Und dann geht's wohl auch schon nach draußen. Oder liegt hier noch irgendwo was rum? Ich sollte jetzt auch nicht zu viel Zeit verschwenden, glaube ich. Ich sollte echt schauen, dass ich hier rauskomme. Und da kann ich nicht raus. Na toll. Also muss ich wieder nach oben und muss mir wohl einen anderen Ausgang suchen. Ich habe das Gefühl, da fliegt gleich nochmal was in die Luft. Aber da bin ich doch gerade hergekommen, oder nicht? Ich bin gerade einfach durch die Schranke durchgelaufen. Ah, da hinten ist jemand. Ja, geh weg. Lara, gehst du jetzt mal aus der Schusslinie, du blöde Kuh? Mann. Das ist doch wirklich nicht zu glauben mit ihr. Und ich denke, ich teste jetzt mal unsere neue Waffe. Ich hoffe, dass die ein bisschen effektiver ist. Okay. Ja, das viele Speichern lohnt sich einfach, das habt ihr ja auch schon festgestellt. Ich spring da jetzt einfach mal raus, baller auf den und spring zurück. Nee, so nicht. Jetzt bin ich natürlich voll in die Schranke rein. Warum ist denn die jetzt aktiv? Ich bin doch da gerade eben schon mal durchgelaufen, da ist nichts passiert. Ich glaube, viel kann da nicht mehr kommen. Sie will auch gar nicht auf den Zielen. Was ist das denn? Sie hat jetzt auch überhaupt nicht auf den gezielt. Sie hat ihn gar nicht anvisiert. Und dann hat er sie einfach nach hinten geschossen, bis sie in der Falle gestanden war. Kann ich durch die Tür durchgehen? Nein, kann ich nicht. Nee, sie visiert ihn nicht wirklich an. Das ist toll. Weil die Waffe vielleicht zu lange braucht zum Anvisieren. Jetzt zieht sie zwar auf ihn, aber durch die Wand durch. Ich glaube, das ist nicht sehr effektiv, ne?
Hast du sie erledigt? Hallo? Hallo, bist du noch dran? Ist sie tot? Wir müssen zurück nach Prag. Nein, Buscha, ist sie nicht. Aber ihr kleiner Freund. Um sie kümmere ich mich später. Ich wollte schon immer mal nach Prag. Mhm. Genau da geht es jetzt nämlich weiter, in Prag. Und zumindest hat Lara jetzt mitgekriegt, dass Bouchard sie hintergeht. Jetzt schauen wir uns Prag an. Noch eine kalte und düstere Stadt. Großartig. Prag soll eine wunderschöne Stadt sein. Allerdings kenne ich in Prag, wer hätte es gedacht, nur den Zoo. Ja, das ist der neue Großbereich. Ist dieses Wetter nicht herrlich? Ja, ist es. Prag. Ich hasse Schnee. Und Lara ist auch sehr winterlich angezogen, wie man sieht. Und ja, wir haben Paris jetzt hinter uns gelassen und jetzt checken wir erstmal unser Inventar. Was haben wir denn überhaupt noch dabei? Also wir haben diese komischen Waffen, die, ja, da waren mir die in Paris wirklich lieber, also die wir im Louvre und so hatten. Die Rick, wahrscheinlich ist die gar nicht so schlecht, bloß der Gegner war halt einfach darauf nicht vorgesehen, dass er davon schnell stirbt oder abhaut. Und dann haben wir die Viper SMG, eine Automatik, Halbautomatik mit 70 Schuss und großer Reichweite. Ich bin nicht so sehr der große Fan von großen Waffen, ich habe es gerne klein und kompakt, aber was soll's, wir haben auf jeden Fall einigermaßen Munition. Und was haben wir denn hier noch alles? Ja, diese Splitter, keine Ahnung, 6 Stück haben wir jetzt, Kristallsplitter unbekannter Herkunft. Ich nehme einfach an, dass wir die irgendwie in Van Croys Apartment eingesammelt haben und ich die halt mit Munition verwechselt habe oder so. Wir haben auf jeden Fall alle 6. Also was heißt alle 6? Ich nehme es an, dass es 6 Stück gibt und dass wir alle haben, weil sonst wären wir wahrscheinlich nicht weitergekommen. Dann ein Haufen Zeugs, das wir nicht mehr brauchen. Und den Gehstock. Ja, im Tagebuch steht nichts Neues. Aber wir hatten ja eine Visitenkarte von diesem Vasley oder Vasilei. Und Bouchard wollte ja dorthin. Die Tür ist zu. Und wir dürfen jetzt in Prag wahrscheinlich die Adresse dieses Vasilei suchen. Da steht jemand am Auto. Ich weiß jetzt nicht, ob wir uns mit dem unterhalten können. Ich denke, dass es erstmal sinnvoll ist, einen neuen Speicherstand hier zu schreiben. Denn Tatort des Monsters. Ja, stimmt, Vasilei wurde ja von diesem Monster, von diesem Serienmörder-Monster, was auch immer das ist, da kann man sich noch gar nichts drunter vorstellen, umgebracht. Und, ja, wir wollen dann wohl zum Tatort. Dann ist es vielleicht ein Polizist? Im Trenchcoat mit. Was wissen Sie über das Gebäude da drüben? Was? Das da, ja. Das Gebäude. Mit den Polizeiabsperrungen. Das Wasley-Haus? Da wurde jemand umgelegt. Ich bin Reporter. Was ist da drin passiert? Das Monster hat wieder zugeschlagen. Sie sind nicht von hier. Nein, ich brauche Informationen. Ich bezahle auch dafür. Das wird teuer. Soweit ich weiß, war Wasley ein Kunsthändler. Mehr als das. Er hat für die Mafia gearbeitet. Mafia? Wie kommen Sie darauf? Lady, ich weiß es. Ich beobachte Vasley schon eine ganze Weile. Warum wurde er dann umgebracht? Vasley hat etwas gefunden, das sie haben wollten. Also musste er sterben. Sie haben dieses Monster auf ihn gehetzt. Sie sagten, er hätte etwas gefunden. Wissen Sie zufällig was? Ein Gemälde vielleicht? Keine Ahnung. Aber die haben ihn auf alle Fälle zum Schweigen gebracht.
Die Mafia hat alle Beweise beseitigt und ins Strahhof geschafft. Jetzt verraten Sie mir doch sicher, was der Strahhof ist, oder? Nein, Ihre Sprechzeit ist um. Ich denke auch, dass es vielleicht ganz gut ist, ihn zu bestechen. Ich weiß ja immer noch nicht, was wir mit unserem Geld eigentlich anfangen sollen. Reden Sie weiter, ich habe noch genug Geld. Das ist es nicht, aber ich erzähle Ihnen da gerade sehr gefährliche Sachen. Sollte lieber den Mund halten. Sie sind ein großer Junge, Sie machen das schon. Sagen Sie mir Ihren Namen. Ladig. Mein Name ist Ladig. Okay, Ladig. Was noch? Das Strahhof ist das Prager Hauptquartier der Mafia. In letzter Zeit war dort verdammt viel los. Sie sind gut informiert. Ich bin ein Profi. Das ist mein Job. Ich habe Dossiers über alle Hauptdarsteller. Die sind aber nicht billig. Okay, zeigen Sie her. Das nennen Sie Dossiers? Wissen Sie, wer das ist? Nein, er kam gestern hier an. Das ist Bouchard. Ein Krimineller aus Paris. Ich bin dem Kerl mal begegnet. Echt? Gehört er zur Pariser Mafia? Keine Ahnung. Wer ist das? Das ist Eckhart. Wenn Sie mich fragen, hat der Kerl hier das Sagen. Allerdings weiß ich über ihn wesentlich weniger als über die anderen. Im Moment sind sie übrigens alle im Strahhof. Wer ist alle? Alle 6 Hauptdarsteller. Eckhart und die anderen 5. Ladek, ich muss da rein. Heute. Was würden Sie machen? Schwierig. Das Gebäude wird schwer bewacht. Sicherheitstore, Kameras, Scanner. Aber... Ich könnte Ihnen einen Zugangscode besorgen. Ich habe Kontakte. Geben Sie mir eine halbe Stunde. Okay. Während Sie Ihre Besorgungen machen, sehe ich mich bei Wasley um. Passen Sie auf. Und lassen Sie mich nicht warten. Es ist ungesund, draußen herumzulaufen. Vor allem bei diesem Wetter. Wir sehen uns. Ja, ist schon merkwürdig, oder? Wir treffen da einfach einen Reporter auf der Straße, das könnte Gott weiß wer sein, und tauschen super heikle Informationen aus. Aber okay, ich will mich nicht beschweren. Muss in Wasleys Wohnung. Vielleicht finde ich dort den 5. Stich. So einfach. Nachdem wir in Paris den halben Louvre umgegraben haben, liegt der 5. Stich jetzt einfach in der Wohnung. Beziehungsweise, nee, das war kein Stich, das war ein Gemälde. Das im Louvre war ein Gemälde und hier suchen wir jetzt nur den Stich. Was wissen Sie über das Gebäude da drüben? Ach nee, nee, nicht nochmal alles. Ja, danke. Ja, okay. Wir sehen uns jetzt hier auf jeden Fall erstmal ein bisschen um. Ist natürlich sehr schön mal wieder gemacht. Man kennt ja von Tomb Raider vor allem Dschungel, Ruinen, Tempel und so weiter. Dann gab es natürlich auch London, Untergrund und so weiter. Und jetzt haben wir mal die verschneiten Abendstraßen von Prag. Was eigentlich total hübsch ist. Ich bin zwar kein großer Freund von Schnee, aber in solchen Spielen mag ich das immer sehr gerne, weil das durchaus viel Atmosphäre schafft. Und jetzt möchte ich mich hier erstmal umsehen. Ich glaube jetzt nicht, dass hier viel rumliegt. Ich nehme auch an, dass hier das Level gleich zu Ende ist. Ja, das hätte mich jetzt ehrlich gesagt gewundert, wenn wir da reingekonnt hätten. Ich darf da echt noch hin? Nee. Unsichtbare Wand, Levelbegrenzung. Ja gut, dann ist das eben so. Es könnte ja trotzdem mal sein, dass hier irgendwo eine Kammer offen ist, wo dann Munition gebunkert wird oder irgendwas anderes, was wir brauchen können. Deshalb probiere ich diese Türen trotzdem alle aus. Wir haben ja jetzt doch schon einiges erreicht inzwischen, auch in den letzten Folgen. Ich meine, klar, Fails und gestorben, das schon, aber in dieser Folge, die ja sowieso gleich zu Ende ist, werden wir handlungstechnisch jetzt wahrscheinlich nicht sehr viel weiterkommen. Und da kann man das ruhig dafür nutzen, hier mal ein bisschen die Umgebung zu checken. Was ist das denn hier? Da ist ein Vorhängeschloss dran. Ich habe ein Brecheisen, aber wahrscheinlich ist sie nicht stark genug oder irgend sowas. Oder ich brauche einen Schlüssel, keine Ahnung. Dieser Ladig, der besorgt uns jetzt auf jeden Fall einen Zugangscode. Oder hinten könnte es sein, dass es weitergeht. Deshalb möchte ich gerade erstmal hier vorne den Platz fertig checken. Ja, weil das ist das abgesperrte Gebäude. Das sieht man ja an dem gelben Absperrband. Wahrscheinlich muss ich da von hinten rein. Ah, das wäre jetzt so prädestiniert, dass hier noch was rumliegt.
Jetzt kann ich ja mal wieder das Sprinten testen. Hallo. Kann es sein, dass die Waffe echt ziemlich scheiße ist? Wie oft habe ich denn jetzt auf den Hund schießen müssen? Ja, okay. Ich gehe jetzt da auch nicht weiter hinter, weil da kommen wir ja dann gleich noch hin, beziehungsweise in der nächsten Folge dann. Ich will hier erstmal hier meine Runde zu Ende drehen. Haben wir auch gleich geschafft. Kann ich da irgendwo hoch? Moment mal. Nee, sie will sich da nicht festhalten. Es sah gerade so aus, als könnte sie sich da irgendwie rüberhangeln oder auf das Sims draufziehen, aber... Ich glaube, da waren wir schon. Ja. Okay, dann... Na, bei der Tür bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja. Dann würde ich sagen, ich begebe mich schon mal in Position, damit wir dann hinter dieses Gebäude können. Es war ja auch noch die Rede vom Strahhof. Und ich glaube, dass wir dann unser Hauptschauplatz werden, wenn wir erstmal mit Vasileys Wohnort oder Wohnhaus hier fertig sind. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber Strahhof, das sagt mir noch was. Und das ist also das Mafia-Hauptzentrum von Prag. Und Eckhart ist ja wohl so eine Art Boss. So haben wir das jetzt verstanden. Wir haben ja schon viel von Eckhart gehört. Und in der nächsten Folge schauen wir mal, dass wir von hinten vielleicht Zugang zum Gebäude bekommen. Macht's gut, bis morgen. Tschüss.